Wir leben Gott sei Dank in einer hochinteressanten Periode. Also was immer man über die Gegenwart sagen kann, ist nicht fad. Es ist dramatisch. Und das Drama besteht zum Teil darin, dass immer mehr Leute jetzt auch in den Vereinigten Staaten sagen, ja, es ist heiß. Es kommt eine Epoche zum Ende. Es kommt jetzt eine grundsätzlich andere Epoche. Und das hat damit zu tun, dass diese ein Drittel oder unter Umständen die Hälfte der Menschen nicht weiter in Armut, nicht in Amerika, ja, das kann man so sagen, in Brasilien, ja, natürlich, aber nicht in Amerika. Da ist sozusagen Amerika etwas, was euch sehr beeinflussen wird, in dem folgenden Sinn. Nicht nur die ökonomischen Konsequenzen, nicht nur die finanziellen Konsequenzen, sondern auf eine andere Art. Nämlich bisher konnte man, besonders wenn man so ein bisschen rechts von der Mitte sich befand, konnte man sagen, ja, das, was ich den Wirtschaftswahnsinn oder den Wirtschaftswachstumswahnsinn, also nochmal ein 3WWW nenne, das ist, man sieht ja doch, also die Vereinigten Staaten, doch, ist doch okay. Also wir machen im Grunde genommen das Erfolgsrezept, das da drüben funktioniert, nach, nur machen wir es noch besser als die. Und nämlich wir haben zusätzlich zu dem, was die drüben haben, wir haben auch Qualität und das haben die viel weniger. Und außerdem haben wir so ein bisschen Menschlichkeit und das haben die drüben auch nicht und darin sind wir also besser. Und jetzt kommt unter Umständen diese Epoche zum Ende, weil, das ist das Markante in Amerika, dass eine gewisse Grenze des Anstands wird unter Umständen nicht überschritten werden. Auch nicht in dem Vietnamkrieg. Irgendwann sagt jemand, das ist zu dreckig, das machen wir nicht. Und das ist jetzt ganz dicht vor dem Gesagtwerden. Und das könnte für euch Konsequenzen haben, politische Konsequenzen. Denn unter Umständen wird es jetzt weniger leicht sein zu sagen, das Wirtschaftswachstum funktioniert ja. Also es funktioniert ganz offensichtlich nicht mehr in Amerika. Also unter Umständen könnte man auch anfangen, langsam, schrittweise, vorsichtig darüber nachzudenken, ob etwas anderes in Österreich auch denkbar wäre. Weil jetzt fängt ja Amerika an und Amerika ist ja ausgesprochen das Vorbild.